Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac. Ich hatte es mal angespielt und habe mir jetzt die Vollversion besorgt. Hab's auch ein bisschen angespielt, haha, ihr wisst, angespielt, vergiss es. Ich habe hier, wie gesagt, schon ein bisschen gespielt, habe jetzt schon 16 Tode. Und, aber ich mache das nochmal von ganz an Anfang, das heißt, wir starten mit Isaac. Hier habe ich auch neun Charaktere freigeschaltet. Aber wir fangen erstmal ganz normal mit dem normalen Isaac an. Mittlerweile kenne ich das Spiel eigentlich schon ganz gut. Wer es noch nicht kennt, der kann einfach mal das angespielt gucken. Ich schicke einfach mal den Link in die Beschreibung. Das macht, glaube ich, dass irgendwie was besser wird. Die Items kenne ich noch nicht ganz auswendig. Aber ein bisschen kann ich das schon. Hab die alle nachgeguckt immer. Ah ja, stimmt, wir machen ja noch nichts, die Spinnen hier. Weil noch kein Ausgang da ist, jetzt aber schon, deswegen campe ich jetzt einfach mal so professionell da. Kommt die überhaupt raus? Nee. Kann ich ja so weiter. Oh. Oh, die gehen hier aber schon ab, die Spinnen. So. Alles klar. Bis jetzt kann man nichts Gutes und die Musik geht voll ab. Ah, die Spinnen kann ich überhaupt nicht ab. Muss man immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung. Ja. Ja. Also, ich ein bisschen. Ja, ich erkläre es einfach nochmal. Also, wir sind Isaac, dieser Charakter hier. Und wir müssen halt in den Raum diese ganzen Monster bekämpfen. Dürfte eigentlich klar sein. Und oben rechts sind unsere Leben. Wir kriegen halt immer Items, wie auch zum Schlüssel. Da möchte ich erstmal keine. Ich opfere eine Bombe dafür. WTF. Wenn ich nächste Runde sterbe, dann bringt es mir auch nichts mehr. So. Okay, erstmal die Spinnen, weil die anderen laufen eh vor mir weg. So. Die tun mir irgendwie voll leid, keine Ahnung warum. So. Ja, 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 komm hier, kann ich dich mal bitte töten? Danke. Komm, 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 komm. Alter, der trollt mich ja richtig. Ha. Alter. Trollmenschen. Ah, Bomben. Kick sie zu mir, danke. Oh. Das ist jetzt ein Mini-Boss.
Ich weiß nicht, was der macht, aber es sieht nicht gut aus, was der macht. Ich schlicke hier eine Bombe hin, da so ein lila Block da ist. Oh. Sehr gut. Was das macht, macht Bad Gas. Okay. Bad Gas. Lass ich mal einfach. So, einen Schlüssel können wir öffnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, haben wir jetzt viel Zeugs bekommen. Gut, sollen wir in den Shop gehen? Ich glaube, ist nicht nötig. Dann gehen wir zum Boss. Und das ist... Oh, der. Der ist langweilig. Okay, was ist das? Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Ich habe es einfach mal eingesetzt. So. Komm, 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 komm. Ah, blöde Spinnen. Ich muss diese Kokon-Teile ausschalten. Kokon? Kokon? Nee, ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Wie heißen die nochmal? Die haben einen Namen. Also die von Raupen heißen Puppe. Aber die heißen auch irgendwie anders. So Kokon. Ach, ist egal. Weil daraus spawnen immer wieder neue Spinnen. Und darauf habe ich keine Lust auf noch mehr Spinnen. Das ist momentan sehr knapp, wie der mich trifft, der Boss. So. In der Zwischenzeit versuche ich auch, den Boss ein bisschen anzuhinken und versuche nicht durch die Spinnen zu sterben. Noch ein halbes Leben. Komm, komm, komm. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Okay, der Boss ist tot. Schnappen uns schnell die Leben. So. Und jetzt nur noch das und dann sind wir fertig. Sehr gut. Was ist das? Oh. Also wir haben mehr Tränen und bekommen noch zusätzlich diese Seelenherzen. Die Seelenherzen sind quasi keine festen Herzen, sondern so extra Herzen. Und wir gehen erstmal direkt hier rein. Holy Water. Stimmt, es zerbricht, wenn man angegriffen wird und tötet dann den Feind. Irgendwie so. So, die waren so, dann kann ich also so machen. Ich muss auf gerader Linie bleiben. Komm, komm. Also jetzt schön, schön, schön. Komm, Angriff, Angriff, Angriff. Nice one. So, jetzt können wir eine Bombe hinsetzen. Und kriegen einen Schlüssel raus. So, gehen wir hier lang. Oh, gratis Münzen. Geile Sache. Und hier. Man bekommt auch irgendwie einen neuen Charakter, wenn man 40 Münzen hat in einem Run. Mal gucken, vielleicht kann ich das Ziel ja irgendwie erreichen. Eine Karte. Death hat irgendwas, machte das nochmal. Ich habe keine Ahnung. Nächstes Mal, wenn ich meinen zweiten Bildschirm vielleicht mal eingeschlossen habe. Oh, da ging ja noch ein Raum weiter. Dann, irgendwie mit den Sachen in einem Raum. Oh, hier war eh nichts. Ich setze einfach mal beim Boss ein. Mal sehen, was dann passiert. Kann ja nur was Gutes sein. Oder auch nicht. Oh je, Fliegenalarm. So. Gerne, ob ich dafür eine Bombe. Eine Pille. Danke. Hat mich Schaden gebracht. So. So, den besiegen wir ganz einfach so. Perfekt. Gut, auf geht's zum... Ich gehe in den Shop. Spitzhacke. Minecraft, ja, nein. Ich kaufe mir ein Leben und Bomben. Eine Bombe nur? Oh mein Gott, voll teuer. Naja, egal. Eine Bombe wenigstens. Okay. Okay, es hat wohl den... Oh, halt die Hälfte an Schaden. Oh, oh, ist der schnell. Oh, ist der schnell. Okay, dafür muss ich sich auch ausruhen. So, komm, 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 komm. Okay, der ist schon mal tot. Jetzt müssen wir nur noch dieses kleine Baby töten und dann sind wir fertig. Mit dem nächsten Boss. Das war jetzt easy. Oh. Oh, ist es nicht süß. Oh mein Gott. Nein, ist es nicht. So, komm, 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 komm. Ah, das schaffen wir. Ja, jetzt ist es in der Falle. Sehr nice. HP ab. Sehr gut. Hier kann man seine Leben opfern. Was ich allerdings nicht machen möchte, da ich überhaupt nicht weiß, was das alles bringt. Gut.
Dann gehen wir mal rechts lang. Machen wir so ein bisschen. Gut. Wir kriegen Mams Pet. Was bringt das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich hab's jetzt einfach mal eingesetzt, okay. Machen wir es, wenn wir mal in einem Raum mit Gegnern sind, das nächste Mal. Oh. So, das Besondere bei den Fliegen ist, die können einen nicht treffen, solange man stillsteht. Sehr gut. Ein goldener Schlüssel. Ich kann in alle Türen reingehen und verbrauche keine Schlüssel. Das ist günstig. Nehme ich gerne. Kompass. Zu teuer. Hab kein Geld. Brauch Geld. Achso, ich dachte gerade, warum geht's nicht weiter? Da war ein Stein. Habe ich nicht gesehen. Gut. Wegen dem Bildschirm. Ich werde ihn jetzt mal ausziehen. Quasi, das Spiel an sich ist eigentlich in einem Fenster. Deswegen. Und es geht mit Fraps und so nicht. Nur mit Open Broadcaster. Oh, das können wir uns zunutze machen. Schlüssel haben wir eh unendlich. Verdammt. Die Bombe würde ich gerne hier einsetzen. Dann können wir hier rüber. Nice one. Okay, da ist der Boss. Okay. Und jetzt nur noch den. Sehr gut. Das TNT können wir auch in die Luft sprengen. Dann haben wir wieder einen Durchgang. Einfach mal, weil es explodiert. Okay, das wird schwer. Ja, es ging überhaupt nicht. So. Ja, genau ins Holy Water rein. So, diese Spinnen lassen wohl noch mehr Spinnen droppen, meine ich zumindest. Ja. Ich hasse Spinnen. Ich mag einfach Spinnen überhaupt nicht. So. Komm. So. Hier kann man seine Herzen opfern. Ja, ach, nee. Komm, lass. Brauchen wir nicht. Haben noch ordentlich Seelenherzen. Was ist denn hier los? Ach, die Spawn-Spinnen, scheiße. Da müssen wir die schnell eliminieren. So, komm. Ah, Mist, habe ich mich erwischen lassen. War nicht geplant. So, die Rufe macht... Ich hab's vergessen. Oh, Bomberman. Jetzt spielen wir Bomberman. Kannst du bitte hier eine Bombe hinlegen? Das wäre nett. Ja. Danke. Oi. Damage up. Jawohl. Komm schon. Nein. Komm. Ja, schön. Nein. Ja. Jawohl. Mr. Bomb. Ach, dann kriegst du eine Riesenexplosion. Bringt mir aber nichts. Tut mir leid. Dann tun wir jetzt beim Bossraum, setzen wir hier dieses Pad ein. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und wir haben... kenne ich gar nicht. Okay. Was immer die auch jetzt gemacht hat, anscheinend die Gegner irgendwie verwirren. Oh, ich darf nicht auf die Blutlache. Oh mein Gott, ist das schwer. Okay. Das ging flott. Das ging sogar sehr flott. Okay. Gut. Ziehen wir weiter. Oh. Oh je. So, und jetzt du. Alle
Alles klar. Und wir gehen noch 2 Bomben und opfern unseren Schlüssel, um hier reinzukommen, und kriegen nochmal 10 Bomben. Ist das nicht nice? Da, das ist nice. Niese. Okay, die kann ich nicht ab. Das wird jetzt unübersichtlich. Bin ich einfach mal aus dem Raum rausgegangen, ungewollt. 4 Münzen, nö, lohnt sich nicht. Obwohl wir ja genügend Bomben haben. Huch! Was machen die denn? Seltsam. Danke fürs Sterben. In den Raum brauchen wir erstmal nicht. Schlüssel brauche ich. Sehr gut. Oje, oje, oje. Ach, da geht's ja gar nicht weiter. Ah, schade. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz hoch und dann ist der Part auch schon vorbei. Hier ist nichts. Ah, hier war der Anfang, ne? Oder? Keine Ahnung. Oh, mega Explosion. Okay, hat nicht alle umgebracht. Oh, das war jetzt dumm von mir. Das war sehr dumm. Ja, komm, komm, komm. Ah. Ne, ist schwer. Ist schwer jetzt bei denen. Weil die gerade schießen. So, dann mal bitte das. Danke. Okay, wie lösen wir das? So. So, den setze ich da eh hin. Dann haben wir mal ein bisschen freies Schussfeld auf den. Nice. Und ein Schlüssel. Oh, wie weit geht das denn noch? Einfach nicht bewegen. Beste Technik ever. Okay. Oh. Ah, das war jetzt fies. Ja, aber rennt da rein, genau. Ah, das war jetzt aber... Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, was das bringt. Ich mach's einfach mal. Da kann man sich mal aussuchen, ob man das jetzt nimmt. Dann kommen, ich glaube, 3 Runden Gegner. Und dann muss man die halt bekämpfen. Und dann kann man erst wieder rausgehen. Also das ist quasi so eine Aktion. Möchte ich das Item haben, aber dafür muss ich dann gegen 3 Wellen von Gegnern kämpfen. Muss man sich halt fragen, ne? Ach, das wollte ich mal ausprobieren. Ob ich jetzt mittlerweile so gut in dem Spiel bin, als ich weiß, wo der Geheimraum ist. Ja. Der Geheimraum. Way. Forever alone. Gut. Achso, ich könnte ja auch Leben opfern. Ah, nee. Gut, nächster Boss. Ah, ich wollte ja Schluss machen. Egal, machen wir danach den Boss. Ah, die halten von mir Abstand. So ist das. Ah, okay, den kann ich so besiegen. Nee, so nicht. So. So macht man den. Oh, so nicht. Ja, und jetzt noch kommt eine. Okay. Ziel erreicht. Gott, bist du es? Okay. ja, ich gehe da mal rein. Ey, noch mehr Damage, geile Sache.
Danke, Slenderman. Oder wer immer du auch bist. Gut, gehen wir in die nächste Ebene. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es gefällt euch, ne, bis jetzt. Erste Folge. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ich sage tschö, bis dann und man sieht sich.